Wir haben uns auch mit, ich habe das erwähnt am Anfang, mit Epidemie beschäftigt, für AIDS-Epidemie. Wir hatten für das Bundesgesundheitsamt ein Modell entwickelt. Und dann habe ich, das war vor zwei, drei Jahren, ein Artikel in der FAZ von einer ehemaligen Kollegin, Frau Lübewolf, die im Bundesverfassungsgericht jetzt arbeitet. Und sie hatte in der FAZ einen Artikel geschrieben mit der Behauptung, Korruption ist eine Epidemie. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wir werden versuchen, ein Modell für soziale Krankheiten zu, nicht nur Korruption, Korruption, das ist eine schlimme soziale Krankheit, aber sozial zum Beispiel, man kann auch sagen, dass Meinungsdynamik ist auch eine Epidemie, die sich verbreitet auf ein Gramm. Aber hier, es gibt sehr gute Meinungen. Gut, ich fange mit der Epidemie. Gut, die einfachste Strategie, es gibt die Leute, die gesund sind. Das war mein Fall am Freitag. Am Samstag, ich war krank. Ich bin krank geworden mit Wahrscheinlichkeitslambda. Und ich hoffe jetzt, in dieser Phase zu kommen, wo man von Kranken zu wieder halb gesund mit Wahrscheinlichkeitsmühe. Wenn Sie weniger als Delta infizierten Nachbarn haben, dann die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich infizieren, ist sehr klein. Epsilon. Auf der anderen Seite, wenn die Anzahl Ihrer infizierten Nachbarn ist über diese Schwelle, dann Epsilon springt zu Alpha und Alpha ist sehr hoch. In der die einfachste Version, das ist eine Art 0-1. Unter der Schwelle werden Sie fast sicher nicht korrupt, aber über der Schwelle werden Sie sicher korrupt. Das ist ein dichotomisches Verhalten. Aber man kann das ein bisschen glatter machen mit so einer Form. In einem Modell, wo die wichtigen Leute relativ unabhängig voneinander, das heißt die Leute, die große Bedeutung haben, nicht oder kaum miteinander verbunden sind, die Korruption hat es schwer. In einem System, wo die Bedeutung, die Häufe stark verbunden sind, das geht viel, viel schneller. Insbesondere die initiale Dichte von Infizierten, die notwendig ist, damit diese Meinung sich verbreitet, ist viel, viel kleiner.